Ja, herzlich willkommen zum ersten Online-Event in diesem Jahr. Es hat eine Zeit lang keine gegeben. Wir hatten uns etwas auf die Vor-Ort-Events konzentriert, die alle wieder anzuschieben. Aber Online-Events haben wir nicht vergessen. Und dank des heutigen Gasts, Markus, herzlich willkommen hier bei uns, gibt's endlich wieder ein Online-Event. Ihr kennt das bei uns, bevor es losgeht, ein paar kurze administrative Informationen. Erst einmal ganz wichtig natürlich, dass wir unseren Fördermitgliedern danken. Ohne die, die immer fleißig ihr Geld geben, dass wir unsere Events hier durchführen können, dass wir Räume mieten können, Abbüro machen können und auch solche Sachen wie Big Mager machen können. Ohne die wäre das alles nicht möglich. Also vielen Dank. Dann, ihr habt sicherlich schon gesehen, es gibt ein Chat an der Seite. Dort könnt ihr euch miteinander unterhalten. Und ich glaube, das wäre mal ganz cool, wenn ihr einfach mal so reinschreibt, wo ihr herkommt, wo ihr gerade sitzt, in welchem Ort. Das finde ich immer eine ganz coole Information. Und wir sehen, dass der Chat funktioniert. Wenn ihr eine Frage an Markus habt, dann könnt ihr rechts vom Chat auf Fragen und Antworten klicken und dort dann eure Fragen formulieren. Die Fragen werden von jedermann auch gesehen und ihr könnt dort die Fragen auch voten, sodass die Fragen mit ganz vielen Votes dann immer ganz oben sind und Markus lässt das Ganze dann in seinen Talk mit einfließen und wird möglichst viele davon, vielleicht sogar alle, beantworten. Wir haben hier im Stream eine kleine Verzögerung von 10 bis 15 Sekunden. Das machen wir, dass der Stream optimiert werden kann, so dass ihr passend für eure Bandbreite den Stream bekommt und hoffentlich keine technischen Probleme habt und alles flüssig läuft. Am Ende des Vortrags, wenn wir uns verabschieden und den Stream beenden, dann werden alle Teilnehmer automatisch weitergeleitet auf ein Feedback-Formular auf der Webseite von unserer Java User Group. Ich bitte euch, füllt das Feedback-Formular aus, Multiple Choice, tragt auch gerne noch den einen oder anderen Kommentar ein. Die Informationen dort, die sind ganz wichtig für uns, dass wir wissen, was wir verbessern können, was gut war, welche Themen wir zum Beispiel vertiefen können. Aber auch für Markus, er bekommt eine Zusammenfassung davon, dass er auch eine Idee hat, wie sein Talk insgesamt so angekommen ist. Denn er sieht euch ja nicht und das ist, glaube ich, ganz cool, Feedback zu geben. Und unter allen, die Feedback geben, könnt ihr optional, wenn ihr wollt, eure E-Mail-Adresse dalassen. Wir schicken euch keine E-Mail oder so etwas, sondern ihr nehmt dann einer Verlosung teil. Und zwar verlosen wir jeden Monat eine vollwertige JetBrains-Lizenz von der Toolbox. Könnt ihr IntelliJ Ultimate installieren oder WebStorm, PHP Storm etc. pp. Ganz coole Sache. Das wäre es auch schon. Ich höre auf zu labern, denn wir sind ja alle hier zusammengekommen, um uns etwas viel Interessantes anzuhören. Denn Java ist irgendwie schneller geworden und einer davon ist daran nicht ganz unschuldig, ne, Markus? Das bist ja du. Nicht ganz unschuldig, das trifft's. Ja. Gut, jo. Dann werde ich mich jetzt zurückziehen. Wenn irgendwas ist, dann schreist du. Und ansonsten wünsche ich viel Spaß, the stage is yours. Ja, danke Markus und danke auch an die ganze Java User Group Schweiz für die Einladung. Es ist selten geworden, dass ich über meine Sachen direkt spreche. Ich mache ja eigentlich nur noch YouTube-Videos und verzeiht es mir, wenn es ein bisschen hakelig ist. Ich bin ein bisschen außer Übung inzwischen. Wenn ihr Fragen habt, haut die, hat Marius schon gesagt, in den Chat rein. Also nicht in den Chat, sondern in Fragen und Antworten direkt neben dem Chat. Ich versuche, das möglichst gleich zu beantworten. Wenn ich das nicht gleich mache, der Markus kann da gerne ja mich auch noch irgendwie kontaktieren und sagen, hey, beantwort endlich mal die Fragen. Ja, worüber wollen wir heute uns unterhalten? Ich habe vor einiger Zeit, ist schon ein paar Jahre her, begonnen, mich dafür zu interessieren, an OpenJDK mitzumachen, also Code-Contributions zu schreiben für Java, kurz gesagt, aus zwei Gründen. Also erstens mal einfach aus Interesse, ne? Also ich wollte einfach mal schauen,
Kann man das schaffen, selber sich Java zu kompilieren, oder ist das so ein Ding der Unmöglichkeit? Könnte man diesen Code anpassen oder ist da nichts zu verstehen? Und wird das auch letztendlich die Herren über Java übernehmen oder lachen die da und sagen, nee, will man nicht? Ne? So, das war so der eine Antrieb. Der andere Antrieb, das war tatsächlich, dass ich einige Performance-Probleme ausgemacht hatte in Java und auch Ideen hatte, wie man die lösen kann. Und inzwischen ist das Projekt, ich glaube, so 3 Jahre alt, sind auch viele Codeänderungen jetzt bei OpenJDK in einige Java-Versionen eingeflossen. Ich glaube, die erste war so bei 16, 17 und die letzte, die kommt jetzt mit 21. Ich bin auch nicht am Ende, also werden noch weitere Dinge kommen, also dieses eine Projekt, was ich davor hatte, das ist weitestgehend mit der 21 abgeschlossen. Und ich habe da so ein paar Sachen, wo ich euch zeigen wollte. Zum einen, was ich da gemacht habe und warum ich das gemacht habe und auch, wie ich das gemacht habe. Hintergrund ist der, dass ihr einfach besser versteht, warum neue Java-Versionen so viel schneller sind wie alte Java-Versionen, warum es also Sinn macht, umzusteigen auf moderne Java-Versionen und nicht ewig auf der 8 oder auf der 11 zu bleiben. Und wenn uns die Zeit noch langt, dann hoffe ich, euch auch so ein bisschen zeigen zu können, wie ihr selber euch OpenJDK ziehen und kompilieren und ändern könnt, falls ihr da Interesse jetzt gefunden habt durch meinen Vortrag und sagt, dass, da wollt ihr auch mal ein bisschen was machen, sei es für euch privat oder für den Arbeitgeber oder vielleicht eben auch im Rahmen einer Code-Contribution, die dann in Java einfließt. Würde mich super freuen, wenn ich den einen oder anderen oder die andere dazu anregen kann, tatsächlich am OpenJDK mitzuarbeiten. Jo, genug gelabert. Gucken wir uns mal an, um was es eigentlich heute geht. Ich habe ja die lapidare Überschrift gemacht, hurra, ich habe Java schneller gemacht, was auch stimmt. Ja? Und was habe ich denn jetzt genau schneller gemacht? Dazu zeige ich eine Folie. Jetzt muss ich hier mal kurz klicken. So, da steht, ihr seht meine Folie, sehr schön. Und zwar, ich habe schneller gemacht, wie Daten von einem File oder von einem Socket in ein anderes File oder einen anderen Socket oder von einem Datenblock in einen anderen Datenblock übertragen werden. So, jetzt können wir sagen, boah, Gott, langweilig. Warum soll das um Gottes Willen Java schneller machen? Also, muss man ein bisschen ausholen. Und zwar, Java hat den Ruf schon immer gehabt, es ist langsam. Und das hat auch ewig gestimmt. Aber seit, ich sage es mal, über 10, 15 Jahre stimmt das nur noch bedingt. Also man hat ja alles schneller gemacht, was letztendlich im RAM abläuft oder in der CPU abläuft. Ja, also Java kann, was reine Berechnungen angeht, was reine, sage ich mal, Datenlogistik im Hauptspeicher angeht oder zwischen CPU-Registern, mit C ziemlich mithalten. Ja, also reine Berechnungen sind auch in Java furchtbar schnell. Wo Java immer noch Schwächen hat oder hatte, ja, müssen wir mal gucken, wie weit ich da bin in meiner Contribution, das ist Daten, die auf externen Quellen liegen. Ja, also I.O. Also die CPU, wenn ihr euch ein bisschen da erinnert an die Hardware, die hat ja verschiedene Zugriffswege, wie sie mit anderen Teilen des Computers spricht. Also da gibt es extrem schnelle Zugriffswege zwischen den CPUs. Da gibt es nicht ganz so schnelle Zugriffswege von der CPU ins RAM. Und dann gibt es ziemlich langsame Zugriffswege von der CPU in Richtung externer Hardware, wie zum Beispiel SSDs. Ja. So, und wenn ihr also Daten übertragen wollt von einem File in das RAM, dann muss im Prinzip ein Pfad gefunden werden durch die Java VM hindurch. So, da will ich euch jetzt mal ein bisschen was aufmalen auf dem Bildschirm. So, wo ist der Stift? Da ist der Stift. Nehmen wir mal den hier. So, und zwar, wenn ihr hier unten ein Quellfile habt
und ihr wollt jetzt das Ganze in dieses Zielfile schieben, mittels eines Java-Programmes, ja, dann könnte man sich vorstellen, ich mache das mal weg, die Daten fließen einfach so. Leider ist das aber so nicht. Ja, die Daten, die fließen tatsächlich von hier unten nach hier oben. Also vom einen File oder von dem einen Socket über die Hardware, also PCI Expressbus zum Beispiel, über das Filesystem und Operating System in die Anwendung. Die Anwendung ist aus Sicht des Betriebssystems erstmal das Java.exe, also JVM. Und die Java.exe, die muss jetzt irgendwie bestimmen, was sie mit den Daten macht, und die schiebt die weiter erstmal in den Java-Heap. Das ist also Hauptspeicher, der nicht direkt vom Betriebssystem verwaltet wird, sondern das ist Hauptspeicher, der en bloc mehr oder minder von der VM gebucht wird, vom Betriebssystem, und dann von der JVM partitioniert und verwaltet wird. So, das heißt, die hat also einen gewissen Aufwand, diesen Java-Heap zu verwalten, und deswegen ist der immer so ein bisschen langsamer wie natives RAM, wo eben das Betriebssystem selber die Verwaltung macht. So, und in dieses Java-Heap werden nun alle Daten gelesen, wenn man zum Beispiel so eine Schleife macht, wie hier drüben, ja, sowas hier, dann sieht man hier, da steht von der Quelle Daten lesen in einen Puffer. So, und dieser Puffer ist meistens, wenn wir uns mit I.O. beschäftigen in Java, ein Byte Array. Und dieses Byte Array liegt eben im Java Heap. So, und deswegen passiert eben dieser Zugriffsweg, dass die Daten über die Hardware, Betriebssystem zur VM kommen, die VM sie weiterreichen muss in den Java Heap. Und wenn wir jetzt die Daten wieder zurückschreiben wollen in ein File oder sie weiter senden wollen über einen Socket, also Sockets brauche ich zum Beispiel für IP-Kommunikation, ja, also wenn ich irgendetwas machen will über das Internet oder über das LAN, ja, dann geht das immer über Sockets, dann geht dieser Weg wieder in die andere Richtung. Das heißt, aus dem Java Heap werden jetzt die Daten, die in einem Byte Array liegen, durch die Java Virtual Machine aktiv wieder übergeben an das Betriebssystem, und im Betriebssystem wird gesagt, was denn das Betriebssystem damit tun soll. Ja, das wäre dann der Befehl hier unten. So. Deswegen gibt es hier so diese Standardschleife hier in ganz vielen Programmen. Ganz viele Software, die ich mir angeguckt habe, wie zum Beispiel Maven oder auch OpenJDK selbst intern oder eben auch von uns Endanwendern geschriebene Software. Da findet man ganz oft diese Schleifen, wo eben ein File aufgemacht wird oder ein Socket aufgemacht wird. Und dann wird das gelesen in dem Puffer und dann wird das aus dem Puffer wieder zurückgeschrieben. So, das ist also ubiquitär, kann man sagen, dieser Code. Und damit ist auch das Problem ubiquitär, also in all unseren Anwendungen vorkommend, dass wir ständig Daten hin und her schieben müssen zwischen der eigentlichen Quelle und dem Java Heap und der eigentlichen Zieldestination, nämlich einer anderen Datei oder eben einem anderen Socket. Das Ganze würde sogar dann ablaufen, wenn wir sagen, wir haben eine Datei, wir wollen die in Java bearbeiten und Teile dieser Datei selbst verändern. So, dann sind hier unten im Prinzip diese zwei Blöcke eben ein Block, der Weg ist aber trotzdem der gleiche, ja. Java macht das schon immer so, und das führt zu einem ziemlichen Delay, denn Daten aus, also von Hardware oder aus dem echten Betriebssystem RAM durch die JVM in das Java Heap zu pumpen, das ist viel komplexer, als man sich das vorstellt, so als 0815 Java Normalbürger. Denn der Java Heap, der hat einen ganz anderen logischen Aufbau.
Ja, also da werden nicht einfach Bytes hin und her geschoben, ja, sondern je nachdem, was für eine API ich verwende, werden die auch in eine gewisse Anordnung gebracht oder werden die zum Beispiel auch umgeändert vom Datentyp her. Also Beispiel, ja, wenn ich jetzt nicht einfach so eine einfache Schleife habe über ein Byte-Array, sondern ich mache eine Schleife mittels eines Readers und eines Writers, ne, kennt ihr wahrscheinlich aus Java NEO, Reader und Writer, dann werden diese Daten, also diese Bytes, umgewandelt in Strings, beziehungsweise von Strings wieder umgewandelt. So, und diese Umwandlung, da brauche ich ein Encoding und je nachdem, welches Encoding ich festgelegt habe, wandle ich also ständig Daten hin und her zwischen zum Beispiel ISO 88591 und der Unicode-Darstellung intern im Java-RAM und umgekehrt. So, und auch das braucht Zeit, weil das wird für den ganzen String sowohl auf dem Weg hoch als auch auf dem Weg runter gemacht. Und das Zweite ist, wenn ich jetzt Daten hier ständig hin und her schiebe, also wenn ich sage, ich habe jetzt nicht nur einmal hier so eine Schleife laufen, sondern ich habe zum Beispiel einen Webserver, ja, also der macht das rund um die Uhr, immer wieder, so, und die sind meistens so gemacht, dass sie eben keine statischen Puffer haben, sondern die erzeugen sich jetzt ständig neue Byte Arrays im Java-Heap, kann man sich so vorstellen, die wollen Daten lesen, da erzeugen sie ein Byte-Array, das kopiert das Ganze in das Java-Heap. Im Java-Heap lesen sie das Ganze, sehen, was sie machen müssen und wollen eine Antwort schicken. Ja? Und für diese Antwort belegen sich einen neuen Puffer, schieben das Ganze zurück. Und jetzt ist dieser Request beendet, zum Beispiel ein HTTP-Request, ja, ist beendet, der Response ist gesendet, jetzt werfen sie beide Puffer weg. Und beim nächsten Request legen sie wieder neue Puffer an. Das ist natürlich ziemlich dusselig, kann man sagen. Also solche Webserver gibt es, aber die identifiziert man meistens sehr schnell daran, dass die so eine Sägezahnkurve in der GC erzeugen. So, und da sind wir genau beim Stichwort. Wenn ich das eben so mache, dass ich ständig Arrays erzeuge und wegschmeiße, dann kommt die Garbage Collection in Stress. Ja, das heißt, irgendwo muss alle paar Sekunden alter RAM abgeräumt werden, neuer RAM gebucht werden und das macht dem Rechner eigentlich keinen Spaß, weil dazu wird relativ viel Rechenzeit gebraucht, um das Ganze wieder zu konsolidieren, zu defragmentieren, da laufen also sehr viele Prozesse ab bei so einer GC und um das Ganze konsistent und kompakt zu halten. Ansonsten würde so einem Server relativ schnell die Luft ausgehen, es sei denn, man arbeitet eben mit statischen Puffern, also mit einem Pool zum Beispiel. Das gibt es natürlich auch und wird von modernen Webservern auch so gemacht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also das erklärt mal so ganz kurz, warum Java immer noch, was I.O. angeht, langsam ist. Und was mich daran im Speziellen genervt hat, war eben, dass meine Anwendung sehr darunter leidet. Meine Anwendung damals war Maven. Ja, also ich habe vor ein paar Jahren ein Projekt gehabt, das hatte so viele kleine Dateien, dass Maven mehr damit beschäftigt war, diese ganzen kleinen Dateien zu lesen und praktisch unverändert wohin zu kopieren, dass ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, wieso eigentlich mein Betriebssystem die gleiche Aufgabe super schnell erledigen kann, während Java, also Maven, da Minuten dafür verbraucht hat. So, und da habe ich das Ganze gedebuggt und bin dann irgendwann drauf gekommen, dass eben diese Schleife, die man hier links sieht, überall vorkommt und überall dieses Problem letztendlich verursacht. So, das war also der Ausgangspunkt, wo ich gesagt habe, da müsste sich doch etwas machen lassen, denn das Betriebssystem selbst ist ja durchaus in der Lage, eine Datei oder auch Teile von Dateien direkt zu verschieben, ohne da groß eine Hin- und Herschieberei über das RAM zu veranstalten. Und ich habe mir dann mal so angeguckt, was Java bisher bietet. Und das sehen wir hier auf der rechten Seite. So, hier haben wir ein paar APIs, die ich damals gesehen habe. Die gibt es seit Java 8 übrigens schon. Die sind jetzt nicht wirklich neu.
Und die meisten von euch, die werden ja auch schon mal gesehen, vielleicht sogar verwendet haben. Da gibt es zum Beispiel Files Copy. Das ist ein super toller Befehl, wenn ich eine ganze Datei am Stück kopieren will. So, das war also mehr oder minder das Erste, was ich Maven damals beigebracht habe, dass wenn eine ganze Datei kopiert werden soll, dass Maven die bitte nicht jetzt komplett ins RAM lädt, nur um sie dann unverändert aus dem RAM wieder zurückzuschieben, sondern dieses Files Copy aufruft. Und warum ist Files Copy so schnell? Es ist ganz einfach, steht auch in den Java Docs. Files Copy lädt die Daten eben gar nicht in die JVM, sondern sagt dem Betriebssystem, bitte Betriebssystem, nimm den Inhalt dieser Datei und kopiere den in eine andere Datei hinein. So entweder die ganze Datei inklusive Dateisystemeintrag oder eben nur tatsächlich den Inhalt der Datei oder einen Teil, da kann man auch sagen, von bis kann ich kopieren. So, das Betriebssystem, das hat so einen Teil, das nennt sich Filesystem. Und die Filesysteme, die sind da ziemlich clever. Also zum Beispiel BTRFS ist in der Lage, Datenblöcke virtuell zu kopieren, ohne sie zu kopieren, weil es ein Copy-on-Write-Filesystem ist. Das heißt, BTRFS zum Beispiel tut an der Stelle überhaupt nichts, sondern setzt nur im Prinzip einen Verweis, sagt, in der Zieldatei wird ein Zeiger gesetzt auf einen existierenden Datenblock, der sich in der Ausgangsdatei befindet. Und damit bist du im Prinzip in Mikrosekunden fertig mit dem Verschieben oder mit dem Kopieren, nicht Verschieben, sondern mit dem Kopieren von Datenblöcken aus Datei A in Datei B. So, das heißt, wer also nur einzelne Datenblöcke verschieben, kopieren will, aus einer Datei in eine andere Datei oder aus einer Datei an eine andere Stelle in der gleichen Datei, ist super beraten, seit Java 8 Files Copy aufzurufen. Also das kann man in Prozent gar nicht mehr ausdrücken, wie viel schneller das ist. Das sind tausende Prozent. So, das Zweite, was ich entdeckt habe, es gibt in dieser Klasse Files die Möglichkeit zu sagen, zum Beispiel New Input Stream oder New Writer. Da habe ich mich erstmal gefragt, wozu braucht man das? Ja, normalerweise legen wir entsprechend File-Input-Streams oder File-Writer an über den Konstruktor, über New und bekommen eben eine Instanz genau von dieser Klasse. Und wenn ich jetzt über diese neue API gehe, also über diese Java NEO-File, Files, New irgendwas, also New-Input-Stream zum Beispiel, dann ist das, was ich da zurückbekomme, kein File-Input-Stream. Also es ist ein Input-Stream oder es ist ein Reader, je nachdem, was ich eben sage, was ich haben will. Aber es ist eben nicht eine Instanz dieser altbackenen Klassen, sage ich mal, ja, sondern etwas komplett anderes. Das ist eine Instanz einer Klasse, die im JDK überhaupt nicht dokumentiert ist. Das ist eine rein interne Klasse. So. Und das Schöne daran ist, dadurch, dass ich gar nicht weiß, was es für eine Klasse ist, ist mein Programm nicht mehr davon abhängig. Das heißt, das OpenJDK kann hier diese Klassen austauschen gegen andere Klassen oder kann ihre Implementierung optimieren. Und genau diese Möglichkeit, die habe ich mir dann eben irgendwann zunutze gemacht. Aber was ich da dann gemacht habe, das kommt dann etwas später heute. So, also das ist Weg Nummer 2. Und warum ist dieser Weg Nummer 2, also dieses Files New Input Stream und Files New Writer, warum ist das besser oder schneller? Das hat damit zu tun, wie diese Klassen implementiert sind. Da steht ja in den Java Docs irgendwas drin, von wegen, das kann irgendwie magisch mit dem Betriebssystem tolle Sachen machen. Ja, so, was tut das? Letztendlich ist es so, dass ja Java selbst auch in C geschrieben ist und zum Beispiel auf Windows die Windows-API aufruft oder auf Linux eben die Linux-Kernel-Befehle verwendet. Und die Implementierung, die ursprünglich in File-Input-Stream drin war und auch heute noch drin ist, die ist so gedacht, dass man gesagt hat, wir reden auf
Blockebene quasi mit dem Betriebssystem und versuchen, möglichst viel in Java zu programmieren. Ja, also man hat quasi gesagt, wir implementieren diese Klasse komplett in Java und nur das, was eben nicht anders geht, da rufen wir eben den Kernel auf oder rufen die Windows-API auf. Diese neuen Klassen, die sind, ich sage es mal, weitestgehend in C geschrieben. Die lassen sehr, sehr viel mehr das Betriebssystem tun und die sind auch mit moderneren APIs schon aufgebaut worden, die es eben noch gar nicht gab in den Betriebssystemen, als man das ursprüngliche JDK 1.0 geschrieben hat. Das heißt, da drin wird schon mit sehr modernen API-Befehlen, gerade auf Windows, sehr modernen Befehlen gearbeitet, sodass die Implementierung von sich aus sehr viel schneller ist als die Java-Implementierung. So, und auch da sind eben Dinge drin, das sieht man zum Beispiel an dem Package-Namen, ne? Der heißt jetzt Java NIO und nicht Java IO. Bei Java NIO ist es immer so, dass intern möglichst nicht mit dem Java Heap gearbeitet wird, sondern immer mit den Buffern, die man aus Java NIO 1.4 kennengelernt hat. Wer damals sich angeschaut hat, was da hinzukam in Java 1.4, da war eben dieses Java NIO das ganz neue heiße Ding. Ja, und die große Sache war, dass man die Möglichkeit hatte, Buffers anzulegen und zu nutzen. Und diese Buffers, die liegen jetzt nicht im Java Heap, sondern diese Buffers sind Teile von RAM des Betriebssystems. Ja, also das sogenannte Off-Heap-RAM. So. Und damit entfällt eben, je nachdem, was man tut, ja, entfällt eben ein Teil der Last von der Java JVM, weil sie eben nicht alles pauschal ins RAM holt, sondern eben nur, wenn sie muss. So, das ist also der große Unterschied zwischen File Input Stream und Files New Input Stream. Ja, Files New Input Stream würde Daten eben erst dann in das Java Heap laden, wenn es überhaupt nicht anders geht. Und ein File Input Stream, der lädt die quasi sofort rein. So. Das ist also die zweite Möglichkeit, wie man Java schneller machen kann. Dann habe ich die auch eingebaut in Maven. Und dann wurde mir eine Frage gestellt von einem Kollegen dort. Und der hat gesagt, bist du eigentlich sicher, dass es wirklich schneller wird? Und dann habe ich erstmal gelacht und gesagt, die werden schon wissen, was sie tun. Ich meine, Oracle ist auch nicht doof. Ja, die werden das doch irgendwie gebenchmarkt haben. Und ja, ich habe mir dann selber nicht mehr so getraut und habe mal aufgesetzt. Gibt es auch ein YouTube-Video, ein altes von mir. Das könnt ihr gerne auch mal anschauen, wo ich das gebenchmarkt habe. Und die Benchmark-Ergebnisse, die haben ergeben, dass tatsächlich es nicht schneller war. Frage kam hier gerade rein, für was steht das N in NIO? Das steht tatsächlich für New. Ja, also New IO heißt das. Ja, und dann war ich baff. Also Oracle oder damals Sun Microsystems oder damals IBM ursprünglich hat viel Zeit investiert, eine neue API zu schreiben, die Java NIO API, hat die gespendet. Wir haben die alle und denken, boah, super, damit kann man toll Performance gewinnen. Und dann sind da selbst in Java, was war das damals, 15 oder 16, als ich das gedebuggt habe, überhaupt keine Performance-Verbesserung zu erzielen. Dann habe ich erstmal gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Ja. Und dann habe ich mir irgendwann das OpenJDK besorgt und habe das Ganze mal nachgelesen. Und es war erschreckend, denn was ich da gefunden habe, war letztendlich genau, ups, mein Stift geht nicht mehr, war genau, das gibt es ja nicht, dieser Code. So, natürlich ist dieser Code, egal ob ich ihn jetzt im JIE schreibe oder in meiner Anwendung schreibe, der gleiche Code und damit auch gleich schnell. Weil man sagen muss, bei einer Hotspot-VM stimmt das nicht ganz. Bei einer Hotspot-VM ist der gleiche Code, wenn der im JRE liegt, trotzdem schneller als Anwendungscode. Hat verschiedene Gründe. Ja, also zum Beispiel wird dieser Code zentral aufgerufen und ist deswegen sehr viel früher dran, nativ kompiliert zu werden, wie selten aufgerufener Anwendungscode.
Das zweite ist, dass es teilweise Intrinsics gibt. Das heißt, der Code steht zwar da, wird aber nicht aufgerufen, sondern durch eine C-Implementierung ersetzt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. In den meisten Fällen kann man davon ausgehen, gleicher Code ist gleich schnell. Und das hat mich dann natürlich gewundert. Warum soll ich das dann aufrufen? Also wenn da der gleiche Code steht wie in meiner Anwendung, habe ich ja nichts gewonnen. So. Und dann habe ich mich mal unterhalten mit ein paar Leuten bei OpenJDK, die dann auch zugegeben haben, ja, eigentlich sollte das alles anders sein. Ja, also eigentlich sollte das so sein, wie es in den Java-Docs steht. Nämlich das Betriebssystem soll eigentlich hier gewisse Operationen übernehmen und dieser Java-Code, der ist halt da, wenn man es nicht gemacht hat. Also auf Deutsch gesagt, es war einfach nicht fertig programmiert. Und das war der Punkt, wo ich dann eingestiegen bin in das Ganze und gesagt habe, okay, also ich will, dass Maven schneller wird und Maven kopiert jetzt halt nicht nur ganze Dateien, sondern Maven arbeitet eben auch ganz extrem mit Streams, um Teile von Dateien zu lesen und sowas. Und habe dann gesagt, okay, dann investiere ich mal Zeit und versuche, das zu ändern. Ja, erstmal zu lernen, wie man JDK programmiert und dann eben das zu ändern und mal zu schauen, nehmen die Leute bei Oracle das dann an, was ich verändert habe. Ja, das Ergebnis ist, ja, sie haben es angenommen. Also offensichtlich habe ich es geschafft, das zu ändern. Und ich habe dabei auch viel gelernt, hat viel Spaß gemacht, hat Jahre gedauert, weil die Code-Reviews, die gehen sehr, sehr lang, die sind sehr intensiv. Man muss auch extrem viele Tests schreiben. So viele Tests habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht geschrieben, wie ich schreiben musste für die 3 Zeilen Code. Weil eben man sicherstellen will, dass das, was im JRE geändert wird, nicht irgendwie eine einzige Anwendung jetzt zum Fehlverhalten verleiten soll. Ist auch völlig verständlich. So, und was habe ich gemacht? Wir haben hier, na, nehme ich den Stift wieder, hier eine Methode, die gibt es auch seit Java, ich glaube, 9. Wenn mich nicht alles täuscht, die heißt InputStreamTransferTo. InputStreamTransferTo ist dazu da, um zu sagen, Daten sollen aus einem Datenstrom in einen anderen Datenstrom. Ne? Also ich habe einen Input-Datenstrom und die Daten sollen in den Ausgangsdatenstrom. Ob das jetzt ein File-Stream ist oder ein Socket-Stream oder ein Buffered-Input-Stream oder ein Sequence-Input-Stream, ist völlig egal. Ne? Also ich habe einfach einen Eingangsdatenstrom und einen Ausgangsdatenstrom und ich will komplett alles rüber kopiert haben. So, das ist eine Aktion, die im Prinzip dem entspricht, was wir hier auf der linken Seite machen. Und die Implementierung davon, die sieht tatsächlich so aus. Ich muss jetzt hier mal wechseln und einen anderen Screen zeigen. Da gehen wir mal hier auf den Chrome. So, jetzt ist natürlich meine IDE runtergefahren, da fahren wir die wieder hoch, weil ich zu lange nichts gemacht habe. So, also ich habe mir zuerst von diesem Input-Stream angeschaut, was Transfer-To eigentlich tut. Und das war eigentlich die gleiche Schleife, die ich in jeder Anwendung kenne, was wir jetzt zur Genüge schon auf dem Bildschirm gesehen haben, die einfach nur, da ist sie, die einfach nur Daten kopiert. Die sieht es natürlich ein bisschen komplizierter aus, wie das, was wir in unseren Anwendungen programmieren. Das hat jetzt verschiedene Gründe. Also zum einen ist die optimiert und Performance-Optimierung heißt in OpenJDK meistens komplizierteren Code schreiben. Zum anderen ist es so, dass die ganzen, dass die einen gewissen Code-Stil haben bei OpenJDK. Das heißt, man könnte es zwar kürzer schreiben, die wollen das aber nicht. Ne? Deswegen sieht das meistens ein bisschen kompliziert aus, weil die Wert auf eben diesen Aufbau und dieses Format legen. Und das dritte ist, dass hier Dinge geschehen, die vor kurzem erst reingekommen sind. So, also das hier gab es bis vor ein paar Wochen nicht. Das ist jetzt wirklich brandaktueller Code. Für diejenigen, die es interessiert, was das macht, ganz einfach. Transfer to soll einen
Long liefern. Es könnte, also dieser Long, das soll sagen, wie viele Bytes sind tatsächlich übertragen worden. So könnte man jetzt sagen, wo ist das Problem? Kann ich einfach hochzählen. Ne? Also ich mache einen Long, fange bei 0 an, ich lese hier Daten, so, und die Daten rechne ich einfach auf das, was rauskommen soll, dann drauf. Und eigentlich, warum brauche ich das? Das ist ganz einfach deshalb reingekommen, weil inzwischen bei diesen modernen Dateisystemen kann ich Dateien haben, die sind so groß, die sind größer, als ich durch einen Long angeben kann. Und es kam bei Kunden oder bei Anwendern zu Überläufen. Das heißt, dieses Transfer to hat negative Zahlen geliefert. Und deswegen hat man hier gesagt, okay, also den Long können wir nicht mehr ändern, weil wenn ich den Long wegmache und dafür einen Big Integer hinmache, dann sind alle Anwendungen inkompatibel. Also hat man einfach einen Schutz gemacht, dass es nicht negativ wird. Und diesen Schutz, den hat man eben hier so programmiert, dass man sagt, man ruft math at exact auf. Was das macht, ist ganz einfach. Das ruft in der CPU eben den Operation Code auf, um einen Long zu addieren. Und wenn die CPU sagt, das hätte einen Überlauf gegeben, dann wird das gekappt. Ja, das heißt, ich kriege hier dann das Signal abgefangen, dass die Kappung stattfindet. Und deswegen fangen die das ab mit Arithmetic Exception und sagen dann, okay, dann ist es wohl das Maximum, was wir dem Anwender als Ergebnis zumuten können, nämlich ein Long Max Value. So, sieht scary aus, aber ist im Prinzip sehr einfach zu erklären. Natürlich hätten wir auch sagen können, wir lassen den Überlauf zu und wenn es negativ wird, dann geben wir auch das zurück. Ne? Also Lösungen gibt es immer viele. Das OpenJDK-Team hat gemeint, so das ist das, was sie wollen, auf was sie sich geeinigt haben, weil das wohl am exaktesten und am performantesten ist. So, deswegen sieht das ein bisschen scary aus, ist aber im Prinzip nichts anderes wie die Schleife, die wir kennen. Ne? While, read, von, also in einen Buffer hinein, von ganz vorne bis so viel wie nur geht. Und solange das irgendwas gelesen hat, schreiben wir das, was im Puffer ist, wieder von ganz vorne. Und zwar so viel, wie wir gekriegt haben. Und das schreiben wir eben in den Ausgangsdatenstrom. So, das war die Wahrheit, bis ich eben angefangen habe, am Code zu fummeln. Und was dabei herausgekommen ist, das schauen wir jetzt auch mal nach. So, jetzt muss man hier ab und zu die Fenster switchen, damit ich sehe, ob ihr Fragen geschickt habt. Okay, keine neuen Fragen. So, das hier ist das, was jetzt tatsächlich ausgeführt wird, wenn man über diese internen Klassen geht, von denen ich vorhin gesprochen habe. Also wenn ich sage, Files, New Input Stream, Files, New Output Stream oder Channels, New Input Stream, Channels, New Output Stream. So, also ich darf jetzt nicht die alte API verwenden, sondern ich muss die NIO API verwenden, die es eben seit Java 8 gibt. Und mit diesen Streams können wir Tricks machen. Und jetzt kommt ein ultimativer Trick. Und zwar schauen wir am Anfang, ist der Input-Stream abgebildet in der VM durch einen sogenannten NIO-Channel. So, also ein NIO-Channel, den gibt es seit Java 1.4. Das ist eben der direkte Zugriffsweg in das Betriebssystem auf die File-API. Ja, also da ist jetzt quasi kein Java mehr dazwischen. So, der guckt jetzt, okay, bist du über diesen Files New Input Stream gekommen oder bist du über den Files, über den Channels New Input Stream gekommen? Dann befinden wir uns hier drin. Und jetzt gibt es im JDK verschiedene Implementierungen von Streams. Also wir haben Zugriffswege auf File API im OpenJDK. Wir haben Zugriffswege auf die Socket API. Ja, also nicht jetzt die von Java, sondern eben die vom Betriebssystem. Ja.
Und das Ganze haben wir in verschiedensten Varianten. Leider haben die keine einheitlichen Interfaces. Also die Java NIO API 1.4, die ist wirklich für die einzelnen Anwendungsfälle handgeschnitzt worden, so kann man das sagen. Also ich kann jetzt nicht sagen, es gibt einfach generell Zugriffsweg, sondern es ist wirklich so, also ein File-Channel hat überhaupt nichts mit einem Socket-Channel zu tun. Und das Ganze wird dadurch ein bisschen umfangreich, weil jetzt muss man Code schreiben, also da würde man jedem Anfänger auf die Finger hauen und sagen, kannst du doch nicht machen, kannst du nicht ständig Instance off machen. Da kommt man jetzt tatsächlich nicht drum rum. Was ich hier mache, ist also Folgendes. Wenn der Eingangsdatenstrom verknüpft ist mit der File-API, also sprich die Daten kommen eigentlich vom Betriebssystem aus einer Datei. In dem Falle, sagt er, gucken wir uns mal die Gegenseite an. Also wo sollen die Daten denn eigentlich hin? Und wenn die Daten gebunden sind an einen Socket, dann gehen wir hier rein und sagen, mit ein bisschen Magie außenrum, transferiere von dem Selektor für das File zu dem Selektor für den Socket. Wie das intern funktioniert, das blättern wir gleich nachher mal runter. So, wenn der Ausgangsdatenpunkt kein Socket ist, dann gucken wir, ob der zumindest irgendeine Art von beschreibbarem Kanal ist. So, wenn das eine Art beschreibbarer Kanal ist, davon gibt es verschiedene, zum Beispiel Files. Ja, es könnte also ein File sein. Dann sagen wir hier auch, wir holen uns den direkten Zugriffsweg, nämlich den Channel. Und sagen jetzt, okay, wieder mit ein bisschen Magie außenrum, transferiere direkt von dem Channel, also von dem File-Channel, in den beschreibbaren Channel, in unserem Fall wieder ein File-Channel. So, das heißt, wir haben hier den Fall, kopiere Daten vom einen File in das andere File unter Umgehung des Java-Heaps. Hier oben hätten wir den Fall, kopiere aus dem File unter Umgehung des Java-Heaps in einen Socket. Und so gibt es viele Fälle, die ich da schreiben musste, wie gesagt, weil es keine Standard-Interfaces gibt, sondern jeder Fall eine einzelne API hat, intern im JDK, gibt es ja eben jetzt eben auch die Fälle, wo man sagt, ja, wenn ich Daten kopieren will in Richtung eines File-Channels, und ich komme aber nicht aus einem File, also ich komme zum Beispiel von einem Socket, dann bin mit ein bisschen Magie außenrum, sage hier, transferiere von dem Socket in das File. Man fragt sich jetzt, warum sind das eigentlich genau diese Fälle? So, den Grund, den zeige ich euch, bevor ich dann hier mal in die Transfer-Tool reingehe, euch wieder anhand von meiner schönen Grafik. Jetzt mal wieder umswitchen. Ups, falsch. So, brauchen wir die wieder. So, wir machen jetzt hier mal erstmal alles weg. Oh ne, jetzt muss ich alles einzeln anklicken, das ist unschön. Aber wir brauchen jetzt wieder einen sauberen Bildschirm. Das alles weg, 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 weg. Sonst wird es zu verwirrend. Das ist dann wie früher im Studium, da hat mein Dozent auch immer drüber gemalt. So, also was passiert jetzt? Jetzt nehmen wir einen grünen Stift, weil wir haben es ja optimiert. Ja, was passiert jetzt? Wenn wir Transfer to machen, also das hier, in dem von mir optimierten Code, den wir jetzt in modernen Java-Versionen haben, ja, grüner Stift, dann passiert das.
So, das ist das Optimum. Nein, nicht ganz. Ich habe gelogen, es ist fast das Optimum. Ja, das Optimum könnte passieren. Also fangen wir mal mit dem Optimum an, um es richtig verwirrend zu machen. So, angenommen, wir haben zwei hochmoderne Festplatten, die verbunden sind über ein hochmodernes Bussystem, dann geht das so. Also das kann zum Beispiel passieren innerhalb eines SAN. Ja, das kann aber auch passieren, Uralt-Technologie mit zwei SCSI-Festplatten am SCSI-Bus. Das geht. Ja, also das Betriebssystem ist in der Lage, der Hardware zu sagen, sie soll diesen beiden Controllern, die darauf sitzen, sagen, nimm einen Datenblock von hier und schieb den auf dem anderen Laufwerk irgendwo hin. Das geht begrenzt, auch mit verschiedener Hardware. Ja. Kommt jetzt auch auf die Hardware an, die man hat. Teilweise kann man auch Daten direkt verschieben zwischen Netzwerkkarten. So, im Normalfall, deswegen habe ich gesagt, das ist schon fast das Optimum. Im Normalfall läuft das jetzt so eben. Ne? So, das heißt, das Betriebssystem sagt dem Controller, lieber Controller, schiebe das über die Hardware des Servers irgendwie hin, ja, unter Beteiligung des Betriebssystems. So, dadurch passiert jetzt eben nicht mehr dieser Datentransfer durch das Betriebssystem, durch die JVM in das Java Heap und wieder zurück. Ja, also man sieht hier schon, allein schon an der Pfeillänge, dass sich da einiges geändert hat. Die Performance ist eine ganz andere. Es kommt jetzt aber auf die Hardware an. Ja, also man kann jetzt nicht generell sagen, das ist immer 100% schneller oder so. Auf keinen Fall. Ja. Wir haben verschiedene Messungen gemacht bei OpenJDK. Und das Mindeste, was wir gesehen haben, das waren 4%. Das war ein Laptop, wo wir einfach auf einer SSD das gemacht haben. Je nachdem, was man an Hardware dastehen hat, kann das natürlich auch sehr viel mehr werden. Ja, also gerade dann, wenn man eben so ein SAN hat, auf dem SAN BTRFS ist und ich dem BTRFS dann sage, kopiere einfach nur gewisse Bereiche von der einen Datei in die andere Datei, da passiert einfach nichts und da spare ich mir natürlich sehr viel mehr. Ja, da kann ich natürlich mehr Performance rausholen. Deswegen kann ich jetzt niemand versprechen, wenn man hier ein neues JDK nimmt und Transfer 2 aufruft, dass es überhaupt nicht mehr irgendwelche Zeit braucht oder 100% schneller ist oder so. Also das ist einfach alles so vage. Man kann nur eines sagen, es ist offensichtlich, dass durch den gesparten Weg ich mir Zeit spare, dass ich mir dabei auch Strom spare. Das ist auch klar, weil sagen wir, die JVM, die ist recht komplex, also da laufen schon ein paar CPU-Befehle ab und das Java Heap, das will auch erstmal beheizt sein mit Strom. Ne? So weniger Strom heißt weniger Hitzeentwicklung, heißt auch weniger Kühlung im Rechenzentrum, heißt dann auch wieder Strom sparen und Strom sparen im Allgemeinen heißt auch CO2 sparen. Das heißt, man kann durch diese Optimierung sagen, tatsächlich wird die Performance erhöht und gleichzeitig auch die Übertragung effizienter gemacht im Sinne von Stromaufnahme und im Sinne von CO2-Einsparung. Berechnen kann man es im Prinzip nicht, da sind zu viele Einflussfaktoren. So, jetzt zwischenrein wieder ein paar Fragen. Bisher sehen die Verbesserungen so aus, als könnten sie auch nach OpenJDK 11 oder 17 zurückportiert werden, ist das geplant? Nein. Eine Rückportierung ist fast unmöglich. Also um Dinge rückzuportieren im OpenJDK, brauchen Sie das Agreement von so vielen Menschen. Das kriegen Sie eigentlich nur gebacken, wenn man, ich sage mal, was richtig Sicherheitskritisches hat. Oder wenn es jetzt richtig krass wäre, ja, also wenn man es jetzt wirklich benennen könnte, also man schreibt eine Doktorarbeit und sagt, ich kann nachweisen, durch diesen Backport können wir 100% Performance rausholen oder können wir den Stromverbrauch halbieren, ja? Also das müsste man dann wirklich beweisen können, das wollen die dann auch schon sehen, das rechnen die dann auch nach und vorher kriegt man eigentlich kein Okay, das rückzuportieren. Also die machen eigentlich bei OpenJDK
auch wenig Ausnahmen. Die sind da sehr stringent. Das heißt, neue Features oder halt Optimierungen sind immer ausschließlich in neuen Java-Versionen. Warum synchronized? Und das drunter? LTE Diff? Weiß nicht. Also beziehe ich mal nur auf die erste Zeile. Warum synchronized? Gehen wir mal wieder in den Code. Einmal switchen. Bildschirm wechseln. So, also an der Stelle hier ist kein synchronized. Von daher war wahrscheinlich gemeint dieser Block, der hier immer ist. Ja? So, das hat mit der Magie zu tun. Ne? Ich habe gesagt, wir kommen gleich zurück in den Code. Sind wir jetzt genau an der richtigen Stelle. Ursprünglich war meine Code-Contribution ohne diese Magie außenrum. Ja? Also das hier ist eigentlich meine Code-Contribution. Nämlich, was muss ich mit was kombinieren, um dann unter Umgehung des Java-Heap einen Transfer machen zu können. Und dabei habe ich was gelernt über die Interna des OpenJDK, was ich eben nicht wusste. Nämlich, es gibt in der Java NIO API, wie die in Java 1.4 gemacht wurde, gibt es verschiedene Modi, wie diese Kanäle arbeiten. Also Kanäle sind jetzt nicht Streams, also Input-Stream oder Output-Stream, sondern Kanäle sind diese Channels, ja, also der Direktzugriff auf das Betriebssystem. Und diese Channels, die können ihre Arbeitsweise umschalten. Ja. Also ich kann einem File-Channel sagen, er soll sich blockierend verhalten oder er soll sich nicht blockierend verhalten. Und dazu gibt es zum einen die Abfragemöglichkeit an den Channels zu sagen, bist du in einem blockierenden Modus oder bist du es nicht? Und zu sagen, ich möchte diesen Modus umschalten oder nicht umschalten. So, das sieht man hier. Ja, also hier habe ich eben jetzt einen Socket-Channel zum Beispiel. Und dieser Socket-Channel, der wird jetzt hier befragt nach seinem sogenannten Blocking Log. Das Blocking Log, das ist im Prinzip ein Mutex, der benutzt wird im OpenJDK, um zu verhindern, dass zwei Threads gleichzeitig den Blockierungsmodus umschalten. Also der eine Thread wird sagen, ich möchte diesen Kanal in den blockierenden Modus schalten. Der andere Channel würde sagen, nee, genau das Gegenteil will ich. So, und damit die sich nicht in die Haare kriegen, gibt es das Blocking Lock an einem Kanal. Und dieses Blocking Lock, wenn ich das besitze, dann darf ich eben Befehle absetzen, wie zum Beispiel, dann darf ich fragen, bist du blockierend? Oder ich darf sagen, blockiere, oder ich darf sagen, blockiere nicht. Und dieses Blocking Lock muss nach Vorgabe von den Klassenautoren immer synchronized zugegriffen werden, weil die so alt sind, dass die keine von diesen modernen Locking-Möglichkeiten unterstützen. Ja, also die müssen tatsächlich synchronisiert sein, damit sichergestellt ist, dass nicht zwei Threads gleichzeitig sich hier auf diese Befehle stürzen. Und warum so ein großer Block? Ja, ganz einfach, weil hier wird gesagt, wenn wir nicht im blockierenden Modus sind, dann wollen wir eine Exception werfen und diesen Code hier wollen wir nur ausführen, wenn wir im blockierenden Modus sind. Das hat damit zu tun, dass wenn wir nicht im blockierenden Modus wären, dann ist es nicht möglich, dem Dateisystem zu sagen, kopiere das am Stück, denn das Dateisystem meldet sich erst wieder zurück, wenn es fertig ist und dazu muss ich blockieren. So, ich hoffe, dass das halbwegs verständlich war, warum die im OpenJDK also immer erzwingen, dass man seine Aktionen, die man auf Kanäle durchführt, immer mit einem Blocking-Lock schützt. Zumindest bei den Socket-Typen, die
umschaltbar sind. So, jetzt gucken wir uns mal Ihnen den Code an, wie das Ganze abläuft. Keine neuen Fragen, okay. Der eigentliche Code-Transfer, der im OpenJDK abläuft, der ist jetzt je nachdem, was ich für Kanäle habe, unterschiedlich gestaltet, weil, wie gesagt, diese Kanäle haben keine Gemeinsamkeiten. Die haben unterschiedliche Verhaltensweisen und die haben unterschiedliche Befehle, was ich mit denen machen kann. Und die Befehle heißen teilweise gleich und verhalten sich dann doch wieder anders. Das ist also nicht ganz trivial. Also wer mal versucht hat, mit der Java NIO 1.4 API Daten generisch zu kopieren, ne, zu sagen, ich habe einfach einen lesbaren Kanal und einen schreibbaren Kanal und das soll da durchgepumpt werden, der kommt eben zu dieser Menge Code, die ich geschrieben habe, weil es nicht generisch geht. So, das heißt, wenn ich von einem File-Channel zu einem Writable-Byte-Channel kopieren will, also von garantiert eine Datei zu irgendwas Beschreibbares, ja, dann geht das relativ simpel. Ja, also ich kann hier eine Schleife bilden. In dieser Schleife sage ich hier, wie groß ist denn eigentlich das File und bin ich schon am Ende des Files. Und innen drin, da läuft jetzt eigentlich die eigentliche Magie ab, sage ich mal. Ja, dieser Transfer-to-Befehl, den wir hier sagen, das soll aus einer Datei, also aus der Quelldatei, alles von Anfang bis Ende übertragen in einen Zieldatenstrom, das endet im OpenJDK tatsächlich ziemlich direkt auf dem C-API-Befehl von Windows oder eben auf der C-API von Linux, wo das 1:1 gemacht wird. Ja, also die Betriebssysteme, die haben Befehle, die das können und die delegieren das ganz direkt eben weiter und das Betriebssystem selber tut da auch nichts. Das sagt dann einfach, wenn das in der Hardware funktioniert, dann soll die Hardware das managen. So, wenn das die Hardware nicht kann, soll das Filesystem managen. Erst wenn das Filesystem das nicht kann, dann managt das letztendlich das Betriebssystem. Aber Java selber tut hier drin nichts mehr. So, kann man hier gucken, sieht so aus. So, da steht im Prinzip nur, das ist abstrakt und das war's. Ja, also da muss man jetzt schon in den C-Code reinschauen und da steht dann eben der entsprechende Befehl eben aus der C-API. So, warum ist es kompliziert? Weil eben die Welt ein bisschen schwieriger ist, als man glaubt. Es kann tatsächlich passieren, dass das Betriebssystem meldet, dass die Kopieraktion nicht vollständig war. Entschuldigung. So, also nicht jedes Betriebssystem garantiert, dass man die Daten vollständig an einem Stück rüberschieben kann. Es gibt Gründe in den verschiedenen Betriebssystemen, dass das irgendwann mal unterbricht und dann muss man eben neu aufsetzen. Ne? Deswegen hier die Schleife. Das ist aber immer noch eine andere Schleife, als wir am Anfang hatten. Ja? Also hier steht ja nicht, hol die Daten ins RAM, sondern hier steht ja nur, wenn ich noch nicht vollständig fertig bin, dann mach einfach an der richtigen Stelle weiter. So, also dieses Hochzählen hier, das ist ja lediglich die Erkenntnis, wo ist der nächste Aufsatzpunkt. Also das merken wir in der Performance dann wirklich nicht. So, und zum Schluss passiert hier noch was, nämlich hat auch mit der Java NIO API zu tun. Ich muss am Schluss dem File-Channel sagen, der hat so einen Lesezeiger, ja, dass der Lesezeiger jetzt eben verschoben ist auf die Zielposition, weil sonst, wenn ich wieder lesen würde, würde der vorne anfangen und das wollen wir ja verhindern. Wir haben ja gerade gesagt, verschiebe alles. Ja. Wir haben ja nicht gesagt, mach eine Kopie. Liegt eben auch an dieser Zusicherung, dass hier steht, das transferiert wirklich alle Bytes aus dem einen Channel in den anderen. Ja, und das impliziert eben nach Denkweise von OpenJDK, dass wir verhindern, dass ich es ein zweites Mal nochmal kopieren kann. So, und solche Schleifen, die gibt es jetzt eben für jede Art von Kanal. So, wir haben hier eine zweite Schleife. Die macht zum Beispiel hier von einem lesbaren Byte-Kanal in ein File. Also genau das Gegenteil. Ja. Und da gibt es jetzt einen Befehl, der heißt Transfer from
Und das ist jetzt ganz lustig. Ja, also es gibt für die gleiche Aktion gibt's zwei verschiedene Befehle. Und warum ist das so gemacht? Das hat eben auch mit den APIs der Betriebssysteme zu tun, dass eben hier auch zwei verschiedene API-Befehle des Betriebssystems aufgerufen werden. So, und so haben wir eben einige von diesen Schleifen geschrieben. Die sehen eben immer ähnlich aus, sage ich mal. So, das war mal auf, sagen wir, so weit oben, ohne jetzt tiefer in den Code von OpenJDK einzusteigen, was ich gemacht habe. Sprich, wir kommen von alles kopieren über Byte Arrays mit immer einem neuen Byte Array pro Aufruf, komplett alles übers RAM. So war das in Java 15 zu Java 21, nämlich im besten Fall passiert das alles von Hardware zu Hardware oder von Hardware zu Betriebssystem zu Hardware, aber eben nicht mehr über den Umweg der Java VM oder des Java Heap. So, ich hoffe, dass man das ungefähr verstanden hat. Wenn nicht, dann haut nochmal Fragen hier rein. So, da kommen schon Fragen, sehr schön. Also, was passiert, wenn die Datei größer Long Max Value ist? Es ist so, dass wir halt irgendwo das Betriebssystem entscheiden lassen. Ja, also Sie haben jetzt gesehen, es gibt von uns keine Einschränkung. Also wir kopieren, bis wir am Ende sind. Wir sagen, mach Max Value. Ob jetzt die Implementierung dieses Max Value als harte Grenze betrachtet oder ob ein Betriebssystem sagt, naja, Max Value heißt alles und dann weitermacht, darauf haben wir keinen Einfluss mehr. Ja, das heißt, es kann sein, dass mehr kopiert wird. Es kann aber auch sein, dass es nicht kopiert wird. Darauf haben wir keinen Einfluss an der Stelle. Im Rahmen von Loom wird bei den virtuellen Threads oft auf NIO-Probleme verwiesen. Ist das genau dieser Code? Ja, ja und nein. Ja, also es ist auch dieser Code, aber es gibt da noch viel mehr Code. Es ist so, dass OpenJDK unterteilt ist in verschiedene Bereiche, um die sich verschiedene Leute kümmern. Und ein Bereich, in dem ich eben tätig bin, das ist diese IO und NIO API. Und in der IO und NIO API, da gibt es ganz, ganz viele Stellen, das ist auch nicht logisch bemessbar, das ist historisch gewachsen, die mit Virtual Threads ein Problem haben. Also nein, nicht wirklich ein Problem, sie funktionieren schon, aber sie verwenden Synchronized. Und Synchronized blockiert einen virtuellen Thread komplett. Ja? Und das will man genau nicht haben bei virtuellen Threads. Eigentlich will man erreichen, dass wenn eine Blockade des Threads oder des virtuellen Threads notwendig wird, der echte, dahinterliegende Betriebssystem-Thread sich einfach einen neuen virtuellen Thread sucht und den ausführt. Ne? Das ist ja, wie diese virtuellen Threads funktionieren. In Java 21, dass man sagt, ich habe zwar nur letztendlich pro Core einen echten Betriebssystem-Thread, aber wenn der blockieren würde, dann suche ich mir einen anderen virtuellen Thread. So, wenn Sie jetzt synchronized im Code stehen haben, dann macht dieses synchronized dummerweise eine echte Blockade des Betriebssystem-Threads. Das heißt, Ihnen fehlt ein Core. Ja, das ist natürlich doof. Das heißt, es ist nicht wirklich ein Problem, es geht aber Leistung verloren. So, und man will ja die Leistung behalten. Was muss man dazu tun? Man muss diese Synchronized loswerden. Und das ist nicht so ganz trivial. Ich sage mal, an einigen Stellen ist es trivialer wie an anderen, aber es gibt eben auch Codestellen, da ist es Synchronized Teil der Interface-Deklaration. Ne? Also man kann es synchronized in einen Block machen, da ist es trivial, da kann ich mir eine andere Synchronisierungsmöglichkeit suchen, im besten Fall synchronized weg und dafür eine neue, ein Mutex zum Beispiel hin. Und dann ist das Problem erledigt, weil diese ganzen Mutexe und Logs und was es da gibt, die sind alle schon umgebaut für Virtual Threads.
Wenn aber das Wort synchronized in der quasi in der Überschrift der Funktion steht, ne? Also steht public synchronized irgendwas, das können Sie nicht einfach wegmachen bei OpenJDK, weil es ja Bestandscode gibt, also Millionen oder Milliarden von Anwendungen, die diese Funktion aufrufen, die in dem Wissen geschrieben wurden, dass dort synchronized steht und sie jetzt auch darauf verlassen, dass synchronized passiert und die sagen, viele Anwendungen würden weiter funktionieren, wenn man das synchronized einfach löscht und einfach gegen ein Mutex ersetzt innerhalb vom Funktionsbody. Es würde aber auch einen gewissen Anteil Anwendungen geben, die wirklich synchronized brauchen. Die also wirklich darauf angewiesen sind, dass der Betriebssystem-Thread wirklich blockiert. Warum? Ja, weil der Aufrufer einfach mit diesem Thread irgendwas gemacht hat und sagt, der darf nicht weiterlaufen. Der muss, weil zum Beispiel halt die Anwendung selber irgendwas eigentlich nicht Virtual Thread kompatibel ist. So. Und ein Gesetz bei OpenJDK ist, alter Code darf niemals brechen. Niemals. Und deswegen ist das nicht ganz trivial, jetzt diese Funktionen umzubauen, bei denen synchronized in der Deklaration steht. Das ist eine Herausforderung, da ist jetzt das Team dran. Also diejenigen, die mir den Code reviewed haben hier, die sind da jetzt dran, allen an der Ellen Bateman, sich zu überlegen, wie man dieses Synchronized da rauskriegt, sodass man diese Leistungseinbuße bei Virtual Threads nicht mehr hat, gleichzeitig aber möglichst überhaupt keine Bestandsanwendungen bricht. Also ich wüsste gar nicht, wie die das hinkriegen wollen, aber naja, sie haben es ja auch noch nicht. Also sie sind zwar zuversichtlich, aber sie haben das noch nicht. So, von daher, ja, mein Code ist damit betroffen, aber er ist nicht, bei weitem nicht der allein Schuldige. So, was haben wir noch? Mach erstmal weiter mit deinem Vortrag, nicht so wichtig. Gut, Andreas, ich habe weitergemacht. Jo, so, das war jetzt mal erstmal, warum habe ich mich überhaupt damit beschäftigt? Was habe ich da genau gemacht? Welche Auswirkungen hat es? Gut, welche Auswirkungen hat es und wie sieht der Code aus? Ne? Also könnt ihr euch jetzt so ein bisschen vorstellen, was über die Jahre hinweg wir hier gemacht haben, viel gebenchmarkt, viel getestet, uns über Code-Formatierung gestritten. Da sind auch ganz viele Diskussionen, wo man überhaupt erstmal überlegt hat, wenn wir jetzt zum Beispiel hergehen und die Java VM umgehen, schaffen wir vielleicht neue Probleme? Also ich kann mal so ein Problem ansprechen, weil das jetzt keiner fragt, gehe ich einfach mal so drauf ein. Gehe mal kurz in meinen Code. Und zwar, ich suche mal eine andere Klasse, die vermutlich viele kennen. Ich nehme mal einen Buffered Input Stream. So, ein Buffered Input Stream, also kennen wir alle, also gibt es seit Java 1.0, ist im Prinzip ein Puffer, der zwingend im Java Heap liegt. Das ist genau, das ist empty, wo ist er, irgendwo ist der Puffer, egal, da ist der Puffer. So, dieser Puffer ist zwingend ein Byte Array, liegt damit zwingend im Java Heap. Wenn ich jetzt also meine neue Anwendung mache und sage, ich habe Code geschrieben, hoppla, da hat es wohl den Markus rausgehauen aus dem Stream. Aber ich sehe, er kommt schon wieder rein. Also einen kurzen Moment Geduld. Ah, da bist du wieder. Ja, da bin ich wieder. Mir ist Chrome abgestürzt. Das war jetzt sehr überraschend. Ja, dann ging es aber schnell, dass du wieder da warst. Ah, schneller Laptop. Ja. So, teilen wir gleich wieder den Bildschirm. Gut, dann ziehe ich mich wieder zurück. Jo. Also ich denke, soweit war ja Chrome noch da. Ich habe gesagt, ein Buffered Input Stream
hat immer einen Buffer, der im Java-Heap liegt, zwingend, und der wrappt jetzt einen anderen Input-Stream. Und ich habe jetzt eine Bestandsanwendung, die benutzt halt einen Buffered-Input-Stream, und in der Bestandsanwendung war ich jetzt so clever, lasse die auf Java 21 laufen und benutze nun nicht mehr einen uralten File-Input-Stream, sondern ich benutze eben einen Files.newInput-Stream, also den Code, den wir gerade gesehen haben. Was passiert denn dann? Dann muss er ja eigentlich doch die Daten in das Java-Heap holen. Und damit habe ich eigentlich mir jetzt ins Knie geschossen, wie man bei uns sagt. Ja? Denn ich wollte ja vermeiden, dass er diese Daten holt. Und also das waren also sehr langwierige Überlegungen und Diskussionen, wie man schaffen kann, trotzdem diese Performance-Optimierung zu kriegen. Und für diejenigen, die das interessiert, fahren wir mal nach Transfer 2. So, also ich bin netterweise hergegangen und habe viele von diesen Input-Stream-Klassen in OpenJDK überarbeitet, indem ich die Lösung gefunden habe, zusammen mit dem OpenJDK-Team, und eben hier reinprogrammiert habe. Nämlich, nehmen wir es am Beispiel von Buffered Input Stream. Was macht ein Buffered Input Stream? Momentchen. Und zwar, auch der braucht jetzt wieder diese Magie mit den Logs. Hier übrigens interessanterweise, weil vorhin die Frage gestellt wurde, synchron heißt. An dieser Stelle gibt es bereits Logs, die keinen Virtual Thread ausbremsen, weil sie kein Synchronized mehr verwenden, weil hier drin gibt es eben bereits die überarbeiteten Logs. Und da drin passiert das hier. Also es wird geschaut, ob diese Klasse hier ein Buffered Input Stream ist. Jetzt müssen eigentlich mal die Fragen kommen, seid ihr bekloppt? Die Klasse heißt doch Buffered Input Stream. Warum guckt ihr denn da rein, ob ihr ein Buffered Input Stream seid? So, und warum machen wir das? Das hat mit Vererbung zu tun. Ein Buffered Input Stream ist nicht final. Der wird auch nie final werden, weil man ja keine Rückwärtskompatibilität brechen darf. Ja, also Buffered Input Stream war von Anfang an nicht final, was ein Riesenübel ist. Das ärgert uns bei OpenJDK, ja, weil uns da viele, viele Optimierungen flöten gehen, weil wir auf die vererbten Klassen Rücksicht nehmen müssen. So, und hier ist es eben so, dass ein Buffered Input Stream vererbt sein könnte. Und das, was wir jetzt im Folgenden als Lösung tun, funktioniert nur, wenn wir die Gewissheit haben, dass wir uns wirklich im Original Buffered Input Stream befinden und nicht in einem Erben. So, das heißt, hier wird geguckt, wir sind der Original Buffered Input Stream, und es wird noch was geguckt, nämlich wir haben ein gewisses Feature nicht verwendet. Wir sind zwar gepuffert, aber wir haben uns im Puffer keine Position gemerkt, an die wir zurückspringen können. Warum? Wenn wir an die Position zurückspringen wollten, dann müssten wir ja den Input Stream erneut abspielen können. Das können wir aber nicht, weil das Betriebssystem das gar nicht kann. Wir haben ja dem Betriebssystem gesagt, es soll vollständig kopieren im Blocking Mode und sich erst zurückmelden, wenn es fertig ist. So, und wenn es fertig ist, dann ist der File Pointer verschoben, da komme ich nicht mehr zurück. Deswegen wird an der Stelle gesagt, wir können die Optimierung nur unter der Zusicherung machen, dass nicht eine Position markiert wurde. Und wenn das geschehen ist, dann können wir tatsächlich etwas tun, das sieht man hier, nämlich wenn sich etwas im Puffer befindet, dann müssen wir leider in den sauren Apfel beißen und sagen, wir kopieren die Daten aus dem Heap, also aus dem Puffer, in das Ziel. Das machen wir aber auf dem schnellstmöglichen Weg über Copy of Range, und das wiederum übrigens geht im Betriebssystem auch auf spezielle Funktionen. Das ist also nicht in Java implementiert, sondern Copy of Range benutzt hier drin System Array Copy. System Array Copy wird auf Deutsch gesagt direkt in Assembler umgesetzt. So, das ist also irre schnell. Also wenn sich jemand Gedanken macht, wie schnell kann ich eigentlich einen Puffer kopieren, nimmt System Array Copy oder halt den Wrapper hier, Arrays,
der macht das dann in Maschinencode, auf jeden Fall. So, also den Puffer, den schreiben wir raus. Damit ist der Puffer leer. Und da der Puffer leer ist, können wir jetzt einfach ignorieren, dass wir einen Buffered Input Stream haben und sagen, mach einfach hier, sorry, das war die falsche Stelle. Wo ist er? Hier. Machen hier einen Transfer to mit dem gewrappten Datenstrom. Ja, also das heißt jetzt hier ein bisschen komisch, sie haben komische Namen in OpenJDK. Ja, also das hier ist der Zugriff auf den Originaldatenstrom, den wir gewrappt haben, der ja unsere Optimierung enthält. So, das heißt, hier sagen wir einfach, alles, was jetzt nicht gepuffert ist, das können wir trotzdem optimiert raushauen. So, und die Überlegungen, ob das irgendeiner Anwendung schädigt oder nicht, die dauern nun mal Monate. Deswegen geht sowas relativ lange zu. Aber solche Tricks kann man machen. Und da haben wir einige Lösungen gefunden, also zum Beispiel auch für verkettete Datenströme. Also wenn das jemand nicht kennt, ist eigentlich ziemlich cool. Es gibt eine Klasse, die heißt Sequence Input Stream. Die gibt es auch schon ewig. Ja. Das ist eine Kette von Input Streams. Ja, also ich kann dir hier sagen, sie kriegt eine ganze Latte an Input Streams und spielt die nacheinander ab. Und auch die haben wir optimiert. Das heißt, wir haben nicht nur eben dieses Hardware-Offloading gebaut, sondern wir haben hier auch, ich sage mal, bekannte alte Klassen so umgebaut, dass sie uns nicht im Wege stehen bei der Optimierung. Und hier passiert eben etwas Ähnliches. Also hier werden auch erst diese Datenströme iteriert und auf jeden einzelnen Datenstrom wird dann gesagt, er soll Transfer to machen. Und je nachdem, was das für ein Datenstrom ist, wenn der jetzt gepuffert ist, dann wird der Puffer geleert und wenn der dann geleert ist, dann wird eben wieder gesagt, nimm den Originaldatenstrom und so weiter. Das heißt, wir haben unser Möglichstes getan, um auch diese Fälle stabil Performance optimieren zu können, damit Bestandscode nicht komplett umgeschrieben werden muss, sondern dass es langt, den Eingangs- und Ausgangsdatenstrom durch die optimierten Varianten zu ersetzen und der ganze Rest dazwischen bleiben kann. Und jetzt kommen wir an den Punkt, was müsst ihr machen in eurem Code? Also, ihr habt schon gesehen, ihr müsst auf Files verzichten, ne? Also File-Input-Stream und diese Socket-Input-Stream, bäh. Ne? Also, ihr geht über Files-New-Input-Stream, Files-New-Output-Stream, Channels-New-Input-Stream, Channels-New-Output-Stream. Dann bekommt ihr auf jeden Fall die Optimierung für UMME. Ja. Ist recht einfach zu ersetzen. Eventuell, wenn ihr versehentlich sowas geschrieben habt wie Final File Input Stream ist gleich, macht ein var draus. Ja. Schreibt einfach var hin oder schreibt Input Stream hin, damit euer Code noch kompiliert. So, aber eigentlich müsst ihr sonst nichts ändern. Es sei denn, und jetzt kommt das große Aber, wenn ihr selber Input-Stream-Klassen geschrieben habt, dann würde ich euch den guten Rat geben, implementiert Transfer-To und überlegt euch, was eure Implementierung von eurem Custom-Input-Stream leisten muss, um trotzdem die optimierte Variante von Transfer-To aufrufen zu können. Ja, also Beispiel, ihr habt eine ZIP-Kompression geschrieben, ZIP-Input-Stream, um einen anderen Datenstrom. Der andere Datenstrom ist unser optimierter Datenstrom. Was könnt ihr da tun? Ja, kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Müsst ihr eben überlegen. Ja, also kann ich überhaupt das optimieren? Kann ich zum Beispiel mehr puffern, weniger puffern? Das müsst ihr eben dann herausfinden für euren speziellen Fall. So, und das ist das, was ihr noch tun müsst. Ne? Also wenn ihr sagt, eure Leistung, die irgendwas bremst da noch, ja, dann liegt das daran, dass ihr kein Transfer-To habt oder dass eure Art von Anwendung einfach nicht optimiert werden kann, weil ihr die Daten im RAM verarbeiten wollt. Ja. Also in dem Moment, wo ihr sagt, ihr wollt sie halt im RAM haben, dann kann man halt auch nichts mehr tun. Ja. Dann ist eben irgendwo auch die Grenze der Optimierbarkeit erreicht. So,
Mal schön gucken, ob es neue Fragen gibt. Muss der Buffer auf dem Stack sein versus Offfeed mit Byte Buffer? Ist es der Contract der Klasse? Welcher? Ich habe jetzt leider nicht gesehen, wann du genau die Frage gepostet hast. Also, wenn ihr einen Buffer auf dem Stack anlegt, hat Vor- und Nachteile. Ja. Es gibt da keine pauschale Entscheidung. Also ein Buffer auf dem Stack hat halt den Vorteil, wenn der klein ist, kostet es nicht viel Zeit, den anzulegen und zu vernichten, und dann macht er auch keinen großartigen GC-Stress. Wenn ihr einen riesigen Buffer habt, also ihr wollt jetzt Megabytes im Buffer-Input-Stream, der Buffer-Input-Stream hat ja seinen Buffer selber. Also der ist auch jetzt nicht so riesig. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt einen riesigen machen, ne? Also ihr nehmt jetzt nicht den Standardkonstruktor, sondern ihr nehmt den Konstruktor, wo ihr die Größe angeben könnt. Ja? Also ihr sagt dem Buffer-Input-Stream, ich will Megabytes oder Gigabytes puffern, und ihr braucht das regelmäßig, dann ist das eher ungeschickt, dass der auf dem Stack liegt. Ja, weil eben dann genau das Problem passiert, dass ihr ständig letztendlich Heap, RAM allokiert und wieder freigibt und GC-Stress verursacht. Wenn ihr in dem Fall es irgendwie schafft, also zum Beispiel durch die Bildung eines Pools, einen Puffer zu verwenden, der dann nicht wieder freigegeben wird, dann ist das für große Puffer auf jeden Fall von Vorteil, weil sie euch die GC nicht zu arg stressen. Im OpenJDK selbst übrigens sind solche Pools drin. Ja? Also im OpenJDK selbst gibt es Stellen. Leider kann ich euch die Codestelle nicht zeigen, weil die noch nicht gemerged ist. Und ich habe jetzt hier leider den aktuellen Master offen. Also in meiner neuesten Contribution, die in JDK 22 kommt, ist es tatsächlich so, dass eine Kopierroutine nicht mehr einen Byte-Buffer verwendet und auch nicht mehr einen immer neuen Heap-Buffer verwendet, sondern tatsächlich eine Pooling-Möglichkeit im OpenJDK nutzt, die es ja schon eine Weile gibt, um Buffers, also Channel-Buffers von NIO zu bekommen, ohne sie neu zu allokieren. Das heißt, wir optimieren quasi noch weiter und sagen, wir wollen nicht nur kein Java-Heap, sondern wir wollen auch das Heap des Betriebssystems nicht immer neu allokieren. So, also das kommt. Also um es eben kurz zu beantworten, es kommt auf die Größe an. Ne? Kleine Puffer könnt ihr gerne auf dem Stack machen. Also die liegen ja dann auch auf dem Heap, aber das Abräumen vom Stack löscht sie vom Heap. Große Puffer sollte man, wenn das irgendwie geht, wiederverwenden. So, kommt natürlich auf die Anwendung an. Also wenn ihr einen Raspberry Pi habt und auf dem Raspberry Pi einen riesen Puffer und ihr braucht ihn nur einmal im Jahr, ist vielleicht eine blöde Idee, dann zu poolen. Ja, also kommt immer auf den Anwendungsfall an. So, also zu dem, was ich gemacht habe, sind keine Fragen mehr da. Dann kommen wir jetzt zu dem Teil, den ihr vielleicht noch spannender findet, als das, was ich euch gerade gezeigt habe, nämlich: Wenn ihr das Gleiche machen wollt wie ich, also wenn ihr eine Idee habt, wenn euch was stört am OpenJDK und ihr wollt da drin rumhacken und euch ein CustomJDK kompilieren, was muss ich dazu tun? Und der Weg, der ist super einfach und das kriegen wir jetzt hoffentlich in den verbleibenden 6 Minuten auch noch hin. Und zwar, ihr geht auf das Projekt OpenJDK. Das findet ihr auf GitHub, OpenJDK, JDK. So, ich glaube, muss ich euch nicht sagen, den Link. Also einfach auf GitHub gehen, OpenJDK suchen, das findet ihr. Und jetzt kommt das Ultimative. Ihr braucht euch das nicht mal runterladen. Ihr tippt da zum Beispiel vorne ein, gitpod.io/. Ja, es gibt kostenlose Online-IDEs. Also ich nehme jetzt mal einfach die hier. Möchtest du das sharen? Oh, sieht man das nicht? Bei mir steht, ich hätte geshared. Wir sehen noch da. Jetzt kommt's. Dann gehe ich nochmal zurück. Sorry. Ja. Also manchmal klappt das nicht ganz so. Also, ihr geht auf GitHub, OpenJDK, JDK. Ja.
kriegt ihr hin. Dann geht ihr vorne hin, sagt gitpod.io hash, einfach davor schreiben und Enter drücken. So, das dauert jetzt ein bisschen, dann sagt ihr weitermachen. Natürlich könnt ihr euch den Code auch downloaden, aber das Downloaden, das dauert so groß, der ist riesig und da langt mir das nicht bis 19:30 Uhr. So, dann macht er euch letztendlich Visual Studio Code auf. Das läuft irgendwo in einem Cloud-Rechenzentrum in einem Docker-Container. Und da drin könnt ihr spielen, da passiert überhaupt nichts. Denn zum OpenJDK kompilieren braucht ihr eine ganze Latte Tools. Also da gibt es eine Anleitung, die ist sehr, sehr lang, was ihr alles an Tools braucht. Und das wollt ihr euch nicht unbedingt auf euren Rechner ziehen. Ja? Natürlich, ihr könnt es euch in eine VM ziehen, aber das ist trotzdem ein irrer Aufwand. Und diesen Aufwand, den könnt ihr euch einfach sparen, wenn ihr diesen Weg geht. Dann habt ihr nämlich eine geschützte Umgebung, in der ihr mit OpenJDK spielen könnt und alles drauf machen könnt, was die hier von euch verlangen von OpenJDK, ohne dass ihr das Ganze tatsächlich auf euer Betriebssystem macht oder in eure VM macht. So, dann landet ihr hier an einem Punkt, sagt cannot continue, egal. So, dann macht ihr Folgendes. Ihr braucht ein JDK. Wir holen uns ein JDK, zum Beispiel über SDK install Java 20 Temurin. So, das lädt ihr jetzt runter aus dem Internet. Dann habt ihr ein JDK. Wie gesagt, ihr könnt das auch lokal machen, müsst ihr euch halt ein JDK installieren. Ihr braucht immer das höchste JDK, das es derzeit gibt. Also im Moment ist das die 20. So, ihr könnt auch ein Pre-Release der 21 nehmen. Geht tatsächlich. Ja. Könnt auch die 21 Pre-Release nehmen, könnt das auch kompilieren. So, wenn das drauf ist, los, mach schneller Kiste. Ja, ich will das haben als Default. So, jetzt haben wir Java drauf. Das nächste, was ihr machen müsst, ihr sagt bash configure. So, warum? Ich lasse das weg. Die haben sich einfach Bash-Skripte geschrieben. Die gehen auch nur mit Bash. Deswegen müsst ihr Bash davor schreiben. Und das Configure, das geht jetzt her und haut Software da drauf und checkt, ob alles so eingerichtet ist, wie man das haben will. So. Und er sagt jetzt, es gibt hier ein Problem, weil meine Entwicklungsumgebung Variablen gesetzt hat, mache ich weg. Also man muss einfach lesen, was da steht. Das ist überhaupt kein Problem. Ich mache die Variablen weg. Er schlägt das ja genauso vor. Ne? Ich schreibe das hier einfach ab. Das ist schön, dass aufgezeichnet wird. Ne? Müsst ihr euch nichts aufschreiben. So, jetzt sind die Variablen weg. Dann gucken wir, was er jetzt sagt. So, also dieses Tool, das ist richtig gut gemacht. Das guckt alles Mögliche an und sagt für alles die richtige Lösung. Ne? Also sagt er zum Beispiel, er findet hier eine Bibliothek nicht, ALSA, und sagt dir genau den Befehl, den man machen muss. Leider kann ich dem Ding nicht sagen, mach es automatisch. Ja, aber es langt, einfach Befehl kopieren, abschicken. Und dann lassen wir es wieder laufen. Das muss ich jetzt so 3-4 Mal machen. Ich kann mir natürlich auch ein Bash-Skript schreiben, wo die Befehle am Stück drin stehen. Ich will euch nur sagen, alle Befehle, die ihr braucht, die stehen hier auf dem Bildschirm. Ne? Hat es nicht vollständig installiert. So, jetzt können wir nicht weitermachen. Super. Das habe ich befürchtet. Wir können nicht weitermachen, weil jetzt Abt sagt, er findet plötzlich den Server nicht mehr. Das ist ziemlich doof. Aber egal, die Zeit ist eh um. Ihr habt verstanden, wie ihr es kriegt. Ja, also ihr lest einfach immer auf dem Bildschirm, was da steht, was er für einen Befehl will. Kopiert ihn rein, führt ihn aus und nach 3-4 Mal habt ihr alle Bibliotheken drauf. Und dann geht ihr her und sagt einmal make clean. Ja, dann wird das Ganze gecleant und dann sagt ihr make images. Und make images erzeugt euch ein komplettes JDK. Da müsst ihr jetzt aber auch damit rechnen, obwohl das jetzt im Cloud-Rechenzentrum läuft, das geht mal sehr, sehr lang. Also da könnt ihr mal mit einer Stunde rechnen. Wenn ihr es auf dem Laptop macht, könnt ihr mal mit 2 Stunden rechnen. So. Es kompiliert aber nicht immer vollständig. Ne? Das kompiliert nur vollständig, wenn ihr Make Clean macht. Das braucht man zwar manchmal, im Normalfall lässt man es weg und dann läuft Make Images, ich sage es mal, in 5 bis 10 Minuten. Und dann habt ihr, ich habe jetzt den Ordner leider nicht da,
habt ihr ein fertiges JDK auf der Platte. So einfach geht's. Und wenn es jetzt nicht blockiert hätte, dann hätte ich es euch auch beweisen können. Aber egal, ihr glaubt es mir. Einfach auf die URL gehen, Gitpod.io vorschreiben, ein Bash-Configure machen, Java drauf machen, gucken, welche Befehle er will, die Befehle kopieren, ausführen, make clean, make images und dann habt ihr euer eigenes JDK und dann viel Spaß. Ja, dann könnt ihr anfangen zu hacken. Cool, danke dir. Bitteschön. Das war jetzt mal wieder etwas sehr Technisches und richtig, ja, man kann schon sagen, Deep Dive rein ins JDK. Fand ich sehr spannend, da habe ich schon extrem lange nicht mehr reingeguckt. Wir haben noch eine Frage, die hier offen ist, vom André. Vielleicht müsstest du da noch mal kurz was. Kann man die Schachtelungen reduzieren? Zum Beispiel in der Transfer-to-Methode statt if, lalala, viel Code, else, wenig Code, lieber. Ja, es ist so, es hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Also wir haben uns lange unterhalten, wie wir den Code machen. Haben dann den Code erstmal so aufgebaut, dass man ihn möglichst einfach reviewen und mergen kann. Also man muss sich so vorstellen, wir haben das wirklich iterativ entwickelt. Wir haben also einen Optimierungsfall nach dem anderen entwickelt und sie quasi durch diese If-Blöcke voneinander getrennt, sodass wir sagen, wir haben im Review Gewissheit, das ist verständlich, das ist lesbar, es tut und wir machen nichts kaputt. Jetzt, wo wir das gemacht haben, läuft ein neues Projekt, da ist jetzt der Alan Bateman dran, der genau das macht, was du gefragt hast, der versucht gerade den Code so umzuschreiben, dass er nicht diese höllisch vielen Verschachtelungen hat. Der erste Versuch war ja nicht so optimal, sage ich mal. Es ist drauf rausgelaufen, er hat versucht, das durch neue Klassen zu lösen. Ne? Das heißt, er hat mit Vererbung gearbeitet und es sieht erstmal lesbar aus, aber man sucht sich dann tot, wo dann jetzt die Optimierung ist, die man braucht. Ne? Deswegen sage ich ja alles Vor- und Nachteile und deswegen haben wir es auch noch nicht gemerged und sind da noch dabei. Aber wir wollen es lesbarer machen, auf jeden Fall. Jo. Super. Keine Fragen mehr, alle gebufft. Alle an die Wand gespielt. Super, das war das Ziel. Ja. Nein, also das Ziel ist, jeder lädt sich OpenJDK runter, kompiliert sich das und hackt wie wild drin rum und macht Contributions. Ich paste hier nochmal in den Chat ein paar Links rein. Irgendwie hat BigMarker heute mit den Umbrüchen, dass er da so ein paar komische HTML-Tags reinmacht. Anyway, ich hoffe, ihr könnt sehen, dass das einmal, wir sind auf Mastodon, einmal mit der Java User Group, aber Markus auch. Also falls jemand hier das noch vertiefen möchte oder ihn dazu noch ausquetschen möchte, das ist eine Möglichkeit. Ansonsten habe ich hier noch 45 Slides zum Abschluss. Nein, ganz wenig, ganz kurz, ganz schnell. Zum einen der obligatorische Hinweis, wir haben natürlich noch ganz viele andere Events in der Pipeline, die auch schon ausgeschrieben sind, die ihr auf unserer Webseite findet. Zum Beispiel ganz wichtig unsere Sommerparty, die in Zürich stattfindet. Da ist nicht mit Vortrag oder sowas, nee, da ist dürft ihr mit Partner kommen und dann gibt's Trinken, dann gibt's Essen, dann kann man schwimmen und alles. Wollen wir uns für einen richtig coolen Abend treffen. Und sonst jede Menge andere Vorträge an verschiedensten Standorten und auch online, die schon hier ausgeschrieben sind, findet ihr alle auf unserer Webseite. Dann obligatorischer Aufruf natürlich, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr selber etwas zeigen wollt, seid ihr herzlich willkommen. Wenn ihr Vorschläge machen wollt, was für ein Thema wir mal bringen sollten oder ob wir einen bestimmten Speaker bringen sollten. Bitte her damit, da sind wir sehr dran interessiert. Dieser Talk wurde aufgezeichnet und wir werden das dann in einigen Tagen auf YouTube veröffentlichen. Am einfachsten findet ihr das, wenn ihr yt.jug.ch macht, dann werdet ihr automatisch auf unseren YouTube-Kanal entsprechend weitergeleitet. Und wenn ihr den abonniert, dann freuen wir uns natürlich und vor allem die Glocke anklicken, weil dann bekommt ihr nämlich auch eine Nachricht von YouTube, wenn das Video online ist und alle weiteren. Wir haben auch einen Slack-Kanal, das heißt, wenn ihr mal so ein bisschen mit anderen Java User Group Members diskutieren möchtet, findet ihr das unter slack.jug.ch und
könnt dort dann den Zugriff entsprechend bekommen. Ich glaube, Slack kennt jeder von uns, muss man auch nicht groß erklären. Ja, dann bin ich schon am Ende. Wenn wir gleich den Stream beenden, dann werden alle Teilnehmer weitergeleitet auf das Feedback-Formular. Wie gesagt, wäre ganz cool, wenn ihr das entsprechend ausfüllt. Und wenn ihr optional eure E-Mail-Adresse hinterlasst, die wird gesondert abgefragt, hängt also nicht zusammen mit eurer Bewertung, dann nehmt ihr an der Verlosung von einer JetBrains-Lizenz teil. Ich habe gesehen, da kam noch eine Frage rein vom Kevin. Wie viele Reviewer gab es im Schnitt bis zum Merch? Ich glaube, das ist noch eine coole Frage, wenn du noch mal kurz was dazu sagen kannst. Das kommt darauf an, ob man das pro Pull-Request ausdrücken will. Es waren immer wieder verschiedene. Ja? Es waren auch viele Pull-Requests. Also es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir arbeiten an einem Pull-Request auf ewig. Das war eine ganze Latte. Im Schnitt kann man sagen, das waren pro Pull-Request so 3 bis 4 Leute, die sich das angeguckt haben, immer verschiedene, aber alle aus dem gleichen Team. Also meistens der Alan Bateman und ja, so kann man sagen, so 3, 4. Ja. Cool, danke. Und dann hast du auch gleich noch deinen YouTube-Kanal aufgemacht und bei den Fragen und Antworten auch nochmal einen Link reingepostet. Da freust du dich sicherlich auch, auf jeden wenn Fall. Man dich da abonniert. Abonnieren, ja. Glocke, alles. Spenden. Volles Programm. Cool, super. Vielen Dank. Ich sehe hier noch vom André, der generell fragt, Matrix statt Slack. Das ist sicherlich eine Diskussion, die wir in der Zukunft da auch nochmal führen werden. Auf jeden Fall Matrix, ist ganz klar. Cool, also vielen Dank, Markus, dass du heute hier warst und uns da Einblicke gegeben hast. Ich fand das mal so ein richtig spannendes Thema, das auch zu sehen, dass man wirklich was bewegen kann im JDK und sich nicht nur darauf verlassen muss, kann, dass andere Leute das machen, sondern dass man quasi auch von 0 auf 100 da selbst Sachen beitragen kann. Das ist eigentlich so das coolste Learning, mal abgesehen davon, dass du auch viel erreicht hast. Vielen Dank auch allen, die heute teilgenommen haben und ich wünsche euch einen schönen Abend und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.